In der französischen Hauptstadt Paris sind erneut tausende Menschen gegen die mittlerweile beschlossene Rentenreform auf die Straßen gegangen. Die Polizei setzte Tränengas ein, nachdem Demonstranten mit Feuerwerkskörpern geschossen und mit Pflastersteinen geworfen hatten. Seit Wochen protestieren die Franzosen gegen die Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Ob die verabschiedete Rentenreform gesetzeskonform ist, soll nun der Verfassungsrat prüfen. Präsident Macron will noch heute mit wütenden Arbeitern sprechen, um die Lage ein wenig zu beruhigen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.